Hallo NES-Freundinnen und NES-Freunden, ich zocke alle NES-Games. Das ist manchmal eine richtig coole Sache, manchmal ist es auch ein schwerer Job, aber heute wird es, glaube ich, interessant. Ikari Warriors am NES, da gibt es ganze drei Teile davon am NES und mal schauen, welcher Teil der beste ist. Teil 1, Teil 2, Teil 3, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe noch keinen davon gespielt und lerne es mit euch kennen. Könnt ihr gleich mal in die Kommentare hauen, welcher Teil ist für euch der beste? Lasst uns mal ein bisschen diskutieren drüber. Bald kann ich auch mitreden. Flugzeug stürzt ab. Oioioi. Man beachte bitte das Cover. Bitte das Cover beachten. Ein Wahnsinn. Männer mit Stirnband, halbnackt und mit nacktem Oberkörper. Halb nackt und mit nacktem Oberkörper, jetzt zweimal nackt hintereinander gesagt. Ah ja, ja, okay. Ich finde den Sound finde ich ganz furchtbar. Ich muss den Sound runterdrehen. Geht echt überhaupt nicht hin. Ich finde die Waffengeräusche sind viel zu leise und die Musik ist viel zu laut. Irgendwie, glaube ich, ist das mies, das Game. Bin ich jetzt tot? Ja, Game Over. War ein kurzer Ausflug. Ein sehr kurzer Ausflug. Auf der Verpackung steht Zwei-Spieler-Modus. Achtung, Achtung, Zwei-Spieler-Modus. Ja, ich stürze wieder mal mit dem Flugzeug ab. Das ist ja richtig schön gepixelt. Gefällt mir gut. Aber der Rest ist dann leider Pixelbrei und Pixelmatsche. Und warum kann dieses Gewehr nur so kurze Reichweite haben? Das ist doch ein Jammer. Vielleicht immer in Bewegung bleiben? Vielleicht ist das hier der Trick? Nein, kein Trick, bin einfach nur gestorben. Jetzt haben wir diesen blöden Panzer platt gemacht hier. Ja, ich finde das Waffenfeedback ist einfach furchtbar, dieses Geräusch. Das kann echt überhaupt nichts. Und diese Handgranaten machen echt keinen gescheiten Schaden. Weg und ich bin schon wieder tot. Nein, doch noch nicht. Was ist das da oben? Kann ich da einsteigen vielleicht? Nein, weiß man nicht, was das ist. Was soll dieses leichte Panzerding hier da? Ich check's nicht. Game over. Leute, da hab ich mir Besseres erwartet. Ich würde fast sagen, es kann nur noch besser werden. Wie soll ich das jetzt noch 7 Minuten lang durchziehen, dieses Game? Das ist echt mies. Wieso hat man davon noch zwei weitere Teile gemacht? Das Beste an dem Spiel ist das Cover. So hat der Typ mit Waffe in der Hand hier rumrennen. Das Spiel selbst ist ja unter Start ist Pause. Aha, Select bringt nichts. Ich habe auch anscheinend auch nicht unendlich Schuss, wie ich da gerade merke. Sag ich mal, dass man den mal besiegt, ohne selbst zu sterben. Warum? Wie sterben denn die Leute? Die Animation ist ja super schlecht. Was soll denn das? Wieso tanzen die dann so? Das ist auch irgendwie furchtbar. Das ist einfach schlecht. Na. Da gehe ich einfach durch, okay, warum auch immer ich da einfach durchgehen kann. So, das ist ein Rosener wieder. Den mache ich platt. Nein, er macht mich platt. Ah, was ist das da? Da kann ich irgendwas einsammeln. Ah, bessere, mehr Feuerkraft. Okay, da ist irgendwas zerstört und hätte das einsammeln können. Okay,
Okay, es gibt Sachen zum Einsammeln, wenn man es mal so weit kommt, aber es ist super hart. Und die Steuerung macht keinen Spaß. Der Sound macht keinen Spaß. Die Grafik ist okay. Vielleicht ist es zu zweit ganz witzig, aber... Hey, das muss ich mir nicht doch... Muss ich mir das jetzt echt doch 5 Minuten geben? Ich weiß nicht. Ja, ich nehme schon die 5... Ich nehme noch die 5 Minuten, aber ich finde es wirklich schlecht. Ich finde es wirklich, wirklich übel. Einfach schnell da vorher durchgehen. So, da... Heute wäre eigentlich Song Contest zum Anschauen. Also, ich weiß nicht, ich glaube, der Song Contest wäre besser als dieses Spiel. Was jetzt kein Qualitätskriterium ist, aber. Und ich bin schon wieder tot. Komm schon. Versuch mich jetzt nicht über die Sterbeanimation aufzuregen, weil die wirklich so. Der Typ dreht sich im Kreis und dann kommt ein Bild, wie er da liegt für eine Sekunde. Das ist doch Mist. Hat das jemals irgendwer gespielt von den Entwicklern, ob das überhaupt Spaß macht? Ja Leute, Abknall allein reicht nicht. Es kommt bei mir kein Spielspaß auf. Es kommt einfach kein Spielspaß auf, Leute. Der kommt einfach nicht. Ja, das Einsammeln und so weiter, es ist kein Spielfluss da. Es ist einfach kein Spielfluss da. Mich bekommt einfach nicht rein. Und ich habe eigentlich mehr mit der Steuerung zu kämpfen, als das Spiel zu spielen. Auch immer schlechtes Zeichen bei einem Spiel. Ja. Wie soll ich diesen blöden Panzer eigentlich besiegen? Weiß nicht, wie habe ich das vorher geschafft, ohne Leben zu verlieren? Keine Ahnung. Come on. Nein, jetzt stirbt er schon wieder, stirbt mir der schon wieder weg. Kann der nicht einfach da? Ah! Man kann doch Panzer fahren! Und ich kann sogar die Schussrichtung wechseln. Okay, das macht schon ein bisschen mehr Spaß. Man kann in diesen Panzer doch einsteigen. Gut, dass ich das nochmal probiert habe. Gut, dass ich noch nicht aufgegeben habe und dem Spiel echt 10 Minuten gebe. War ja schon sehr verlockt, hier aufzugeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Na, ohne Munition ist natürlich kein Spaß. Ich überführe die Fahrt einfach alle. So, da fahr über dich auch noch drüber. Und jetzt, mein Panzer ist explodiert und ich bin auch tot. Ja, es wird wohl nicht einfacher. Okay, sie haben sich schon was einfallen lassen mit dem Panzer einsteigen und so weiter. Ja, aber. Es hapert einfach bei der Steuerung, muss ich sagen. Die Steuerung ist der Knackpunkt, warum hier bei mir keinerlei Spielfluss zustande kommt. Vielleicht ist das bei euch anders. Reden wir drüber in die Kommentaren. Haut das mal rein. Auch gerne, welcher Teil hier am besten ist. Ich werde jetzt dann Teil 2 und Teil 3 auch noch spielen. Und mal schauen. Viel schlimmer kann es nicht werden, glaube ich. Ich fand es jetzt schon ziemlich übel. Ja, gut. Lassen wir das mal hier für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Daumen hoch da lassen. Da unten könnt ihr mich abonnieren. Dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Video in euer Postfach. Und da drüben könnt ihr sofort weiterschauen. Denn ich habe schon über 250 NES-Games gezockt. Ja, Leute, danke. Ciao.